bereit, dein großartiges, glückliches und erfolgreiches Leben zu manifestieren? Dann bist du genau richtig. Hallo und herzlich willkommen zum Happy Living Podcast. Mein Name ist Maria Husch, ich bin die Raumexpertin, erfolgreiche Unternehmerin und mein Lieblingsthema ist es, großartige Dinge zu manifestieren. Begleite mich auf meinem Weg und lass uns gemeinsam wachsen, Glück, Freude und Leichtigkeit in unser Leben und in die Welt bringen. Dein großartiges Leben lässt sich einrichten und zwar von dir selbst, mit ganz kleinen Schritten, neuen Gedanken, der richtigen Energie und das Besondere in meiner Welt mit der magischen Unterstützung deiner Räume. Im Happy Living Podcast erwarten dich wunderbare Inspirationen, neue Strategien, kleine und große Tipps für die Umsetzung. Und natürlich bekommst du hier deine wöchentliche Portion Motivation und Freude fürs Dranbleiben. Deine großen Ziele und Träume, allerhöchste Zeit, sie zu träumen, zu manifestieren und sie in die Welt zu bringen. Klingt großartig? Dann lass uns gleich loslegen. Die Geheimnisse eines glücklichen Lebens. Lass uns da heute aus wissenschaftlicher Sicht hinschauen auf die wohl langjährigste Studie, die es zu diesem Thema gibt und die eine große Erkenntnis, die du heute gleich umsetzen kannst. Bleibe dran! Hallo und herzlich willkommen hier im Happy Living Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier dabei bist und wir schauen heute aus wissenschaftlicher Sicht auf unser großes Thema, wie wir unser glückliches Leben gestalten können. Und wir schauen hier auf die wohl langjährigste Studie, die es je gegeben hat zu diesem Thema, auf jeden Fall 80 Jahre und die Ergebnisse dazu und natürlich, wie wir die gleich heute umsetzen können, sehr, sehr spannend. Ja, sicher auch ein Thema in all unseren Programmen, da auch nochmal hinzuschauen auf diese große Erkenntnis. Ja, die Spannung steigt, aber bevor wir da auf dieses eine große Thema blicken, lass uns da mal hinschauen. 1938, ja, wurde auf der Universität in Harvard in Amerika, ja, diese Studie gestartet. Damals natürlich eine Zeit, wo dort natürlich das Thema auch präsent war und 2000 Menschen haben da teilgenommen und zwar aus unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen, einerseits die dort studieren in Harvard und ich glaube, da waren auch einige Berühmte dabei, die dann später berühmt geworden sind, aber auch die wirklich in den armen Vierteln dort gelebt haben und ja, immer wieder befragt, aber auch Gesundheit gemessen, also wirklich Körperfunktionen, Blutdruck, alle möglichen Dinge, natürlich, wenn es Krankheiten gibt und Befragungen, die ist auch immer wieder weiterentwickelt worden und so weiter. Wenn du da eintauchen willst, wir verlinken auch die Website und es gibt dieses Buch, The Good Life. Ich habe schon begonnen, es zu lesen und es sind so viele Erkenntnisse drinnen. Ich glaube, wir werden noch einmal eine Folge machen. Auf jeden Fall wird es auch zusätzliche Inhalte und Content dazu geben. Und ich bin mir sicher, wir werden auch das eine oder andere in unsere wunderbaren Programme hineinnehmen, um nochmal mehr zu stärken. Unser Glück. Der jetzige Leiter, der heißt Robert Waldinger. Und der hat dieses Buch geschrieben, er hat selbst auch, setzt es natürlich alles um und so weiter. Und könnt ihr euch auch holen, The Good Life. Und der ist Psychiater, Psychoanalytiker, der ist auch Seelenpriester und natürlich Professor auch. Also
wunderbare Mischung und er gibt auch viele Interviews und so weiter zu diesem Thema. Und ja, wenn man viele Aspekte anschaut, dann sind es natürlich die Aspekte, ich weiß nicht, die wir glauben, dass uns glücklich machen. Und wenn man junge Menschen fragt, was sie glauben, dann ist es oft was anderes, als wir die fragen, die dann schon älter sind und die zurückblicken. Und das ist auch so ein bisschen eine Gefahr, in der wir immer sind, ganz egal in welchem Alter. Wir glauben, jetzt ist nicht das Glück da und das Glück sieht so aus. Und wir warten darauf, dass das endlich passiert. Und dann, wenn ich ordentlich bin und dann, wenn ich das habe und dann, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Aber oft sind ja die Dinge, die wir glauben, und vielleicht sind es die gar nicht. Und wir versäumen unser Glück, weil wir darauf warten, dass das passiert. Ich werde dann glücklich sein, wenn ich ordentlich bin, wenn ich Geld habe, wenn ich den anderen Job habe, wenn ich Kinder habe, wenn die Kinder außer Haus sind, wenn das ist. Und da kommen wir in diese Falle zu warten und zu warten und zu warten. Und Glück beginnt da, wo wir heute beginnen, was zu ändern. Und die vielen Menschen wurden befragt nach dem einen Ding, und es ist sind natürlich jede Menge unterschiedliche Dinge da zusammengekommen, und das ist eine komplexe Sache, wo man nicht sagen kann, ja, also mach diese 1, 2, 3 Dinge, mach sie 3-mal in der Woche und dann wirst du so glücklich sein, und wenn du sie 5-mal in der Woche machst, dann wirst du so glücklich sein, und wenn du sie 7-mal in der Woche machst, dann gibt's das ultimative Glück. Das ist ein komplexes System, das ist ein individuelles System, und es sind unzählige Faktoren drinnen. Gesellschaftliche, natürlich Gesundheit, da sind natürlich ökonomische Situationen, das soziale Umfeld. All diese Dinge gehören da dazu. Und es sind vor allem unsere Beziehungen. Und in der langjährigen Studie ist eindeutig herausgekommen, dass die es sind, die ein glückliches Leben ausmachen. Und das sowohl mit den Auswirkungen auf die Gesundheit, auf die finanzielle Situation, all diese Dinge. In der Rückschau war es für die vielen Menschen, die da teilgenommen haben, ich meine über 80 Jahre, das kann man sich gar nicht vorstellen, waren es die Beziehungen, die den Unterschied machen. Und wie viel Aufmerksamkeit geben wir denen? Und ich spreche jetzt gar nicht nur von wirklich einer Paarbeziehung, sondern die Beziehungen, die wir haben. Die Beziehungen, die Freundschaften, die Familie, die Kollegen, die Nachbarn, aber auch online. Auch die Beziehung hier in unserem Podcast, wo ich mit dir spreche und du zuhörst. Wie viel gehen wir durch unseren Alltag und nehmen die Beziehungen nicht wahr? Und noch ärger, wir gehen eher ins Drama rund um die Beziehungen, weil da ist eine Kleinigkeit an Herausforderungen, wir sehen die nicht. Wir gehen ins Drama, in irgendwelche Dinge, die vor Jahren und Jahrzehnten waren, und schleppen das in der Energie noch mit, statt uns bewusst zu sein, dass wir heute Kleinigkeiten verändern können in unseren Beziehungen. Und dazu braucht es nicht als erstes die Lösung der großen Herausforderungen, die wir vielleicht in den Beziehungen haben.
oder die fehlenden, auf die fehlenden Beziehungen zu schauen, wo wir keine Familie haben oder gefühlt keine Familie haben. Und es gibt so viele Beziehungen, die wir pflegen können. Und wir machen es nicht jeden Tag, weil wir glauben, wir haben keine Zeit und so weiter. Also ich kenne es selbst auch aus meinem Umfeld, dann trifft man irgendwem. Ja, also jetzt hat man sich schon Monate und Jahre lang nicht gesehen, weil man keine Zeit hat. Und eigentlich ist es eine Beziehung, die wichtig wäre. Und eigentlich ist es ein Blödsinn, dass man keine Zeit hat. Aber wir haben dem einfach keine Aufmerksamkeit gegeben. Und da geht es vielleicht darum, einmal eine Stunde einen Kaffee zu trinken. Oder zu telefonieren. Aber wir rufen gar nicht mehr an. Wir gehen nicht einfach zu den Menschen, um Beziehungen zu pflegen. Ich kann mich erinnern, früher als Kind gab es so immer wieder Treffen bei irgendwelchen Leuten zum Kaffee, wo jede Menge Menschen einfach gekommen sind und sich treffen. Aber wir gehen durch den Tag und sind im Kampf mit all den Dingen, wie wir tun wollen. Wir wünschen uns mehr Beziehungen. Wir wünschen uns mehr Kunden. Wir wünschen uns wunderbare Beziehungen zu den Kollegen. Wir wünschen uns in der Familie neue Beziehungen oder andere. Und wir wünschen uns neue Energie auch in unserer Paarbeziehung. Wir wollen gesehen werden. Online und offline. Aber wir selbst, wir geben dem gar keine Aufmerksamkeit, schon gar keine positive. Und da beginnt die Veränderung. Und laut der Studie hat das Auswirkungen auf unsere Gesundheit und am Ende des Tages auf das, wie glücklich wir wahrnehmen, wie das letzte Monat war und das letzte Jahr. Und schau hin auf deine Beziehungen, und zwar heute. Und da glauben wir so oft, dass es viel Zeit braucht. Für Beziehungen braucht es nicht viel Zeit. Die beginnen bei der Zeit, die wir haben. Natürlich haben wir manche Beziehungen, denen wir auch viel Zeit schenken. Aber das ist meistens auch nicht von einer Sekunde auf die andere entstanden. Das beginnt bei Kleinigkeiten. Und übrigens auch in der Studie drinnen, das ist auch darum geht, die Beziehung zu Menschen, die wir gar nicht kennen. Indem wir unterwegs sind und jemanden wildfremden so sagen wie schön das Kleid ist oder ein Kompliment machen oder einfach bewusst Hallo sagen. Indem wir bei der Kasse im Supermarkt ein wunderbares Wort dazu sagen. Und ich bin auch dran, das zu trainieren, und ich merke jetzt schon den Unterschied. Ich bin dran, das zu trainieren und mit der Intention durch mein Leben zu gehen. Gerade an der Kasse, gerade in irgendwelchen Shops oder in Ordinationen oder wo auch immer, wo viele Menschen sind. Und auch natürlich bei meinen persönlichen Beziehungen. In der Früh kann ich mal ein WhatsApp schicken oder ein SMS an eine Person, an die ich denke, und wirklich nachfragen, wie geht's dir? Und das wirklich meinen. Oder einfach nur ein Kompliment machen. Wie ist das auf den bei den Beziehungen, die wir mit den Menschen online haben?
wo wir etwas sehen und uns denken, wow, bei einem Posting und nichts darunter schreiben und weiter scrollen. Was ist, wenn wir ein Kompliment machen, ein positives? Weil wir wissen, das stärkt die andere Person und das stärkt auch uns selbst und das inspiriert vielleicht noch eine dritte und eine vierte Person. Und so steigern wir das Glück nicht nur von uns, sondern von allen. Und wenn ich so auf diese Studie schaue, dann spiegelt sich das auch in unseren Communities wieder, in all unseren Programmen, vom Happy Living Club bis zur Manifestation Mastery und natürlich auch bei unserem großen Live-Event, übrigens am 16.11. Dream Big Day in Wien. Es gibt noch Tickets, www.mariahusch.com/dreambig. Wenn du noch eines möchtest, hol es dir, denn das ist eine wunderbare Möglichkeit, um Beziehungen zu stärken. Vom letzten Dream Big Day Anfang März, ich weiß, die treffen sich jetzt noch online, offline, also viele, viele wunderbare Menschen, die da auch gemeinsam gehen, groß träumen, Dinge verändern und entdecken wir wunderbare Beziehungen auch. Und natürlich gibt es ein geniales Programm zum Thema Dream Big. Schau dir das gleich an und ich freue mich riesig, wenn du da auch dabei bist. So, jetzt aber zurück zu den Beziehungen. In unseren Programmen, wir investieren sehr, sehr, sehr viel Energie, Zeit und auch Geld in das, die Beziehungen zu fördern. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum so, so viele in so vielen in unserer Programme sind und auch bleiben. Weil dort Beziehung entsteht zu den Menschen, die kommentieren, zu den Menschen, die auch dort drinnen sind, die gemeinsam gehen, da gibt's Freundschaften, die entstanden sind, alles Mögliche. Und wir nützen es oft nicht. Ich lade dich ein, wo auch immer heute ein paar Mal die Aufmerksamkeit zu geben. Sei es online, indem du den Podcast kommentierst oder teilst. Ich freue mich immer riesig, riesig, riesig. Und ja, das macht glücklich, wenn ich Donnerstag am Morgen schon sehe, wow, da und da wurde der schon gehört und der war schon mit auf irgendeinem Trip dort und dort. Und das stärkt uns und wir nehmen uns diese Energie, indem wir einfach gehen, gehen, gehen. Und das kostet so wenig Energie und Zeit und macht so einen Unterschied. Wem könntest du jetzt eine SMS schreiben, weil du gerade an die Person denkst und mal Hallo sagen oder was erzählen oder diese Podcast-Folge weiterleiten, dass mehr und mehr das tun? Statt immer alleine durchs Leben und noch härter und noch mehr. Und natürlich haben wir da unsere engste Familie. Aber ich denke, dort wird auch eine andere Energie hinkommen, wenn wir uns entscheiden, dort neue Wege zu gehen, mal was Neues zu sagen. Die Dinge, die wir tun, aus einer neuen Energie zu tun. Da gibt's ein Beispiel aus der Ordnungsmagie, das schon so oft passiert ist und das so, so viel verändert, weil wir sind ja da oft bei dem Thema, dass wir Ordnung machen und die ganze Familie macht aus für unsere Verhältnisse zu wenig Ordnung und dann räumen wir allen hinterher und so weiter und so weiter. Und dann ist so das Gefühl der Schwere, weil jetzt mache ich schon wieder das Bett und der Partner macht das nie und warum macht er das nicht und ich will nicht und so weiter. Und mein Tipp dazu, der für so viele schon was verändert hat, da unsere Energie zu ändern. Ich mache das Bett für mich als ein Geschenk für mich
Ich mache das Bett für auch die Seite von meinem Partner, von meiner Partnerin als Geschenk für ihn und auch als Geschenk für mich. Und ich mache das aus einer neuen Energie. Ich meine, wie lange dauert das? 2 Minuten? Als Geschenk für unsere Beziehung? Allein dieser Energieshift verändert alles. Und was dann übrigens passiert, ist, oh, wie durch ein Wunder. Übrigens, der Trick ist, das dann nicht zu sagen. Also ich habe jetzt ein Bett gemacht, bitte. Wo ist die Dankbarkeit und so weiter? Sondern zu sagen, ja, ich mache das als Geschenk. Und die Energie wird sich verändern. Ich brauche gar nicht mehr zu tun. Und die verändert sich. Und in so vielen Beispielen von den Menschen in der I Love My Home Academy und in Ordnungsmagie ist es dann so, dass plötzlich der Partner dann auch das Bett macht, und zwar beide, ohne etwas zu sagen. Wo kann ich heute eine Kleinigkeit in einer neuen Energie machen in meinen Beziehungen? Wo kann ich heute auch mal die loben, die den ganzen Tag um mich herum sind, wo ich eigentlich schon gar nicht mehr auf die Idee komme? Die sehen, wahrnehmen, denn in Wirklichkeit wollen wir ja auch gesehen werden. Diese Harvard-Studie beweist, wie essentiell das ist. Und die zeigt uns, was für eine Energie da drin ist für ein glückliches Leben. Und wir brauchen das nicht extern suchen. Wir brauchen auch nicht dafür kämpfen. Wir können heute starten, unsere Beziehungen zu stärken. Schau gleich, was kommt, um hier eine Kleinigkeit zu verändern, und dann nimm wahr, wie sich deine Energie verändert und die deiner Umgebung. Und wenn nicht bei den Beziehungen, wo, dann hat das riesen Auswirkungen, weil dann verändert sich auch die Energie unseres Umfelds und das stärkt uns wieder und das stärkt alle. Und in Wirklichkeit ist das die Energie, die unsere ganze Welt braucht. Weil all die Kriege und all die katastrophalen Dinge, die da überall draußen passieren, die passieren, weil wir unseren Beziehungen keine Wertschätzung geben. Und das ist natürlich im Großen, und das sind vielleicht auch einzelne Menschen oder Menschengruppen, die so fernab von uns sind. Aber wenn wir nicht beginnen, in unserem eigenen Leben, bei den Menschen, die uns begegnen, bei den Menschen, die wir kennen und bei den Menschen, die in unserem engsten Umfeld sind, dann wird sich das auch im Großen nicht verändern. Ich lade dich ein, loszulegen und heute zu beginnen, deine Beziehungen zu stärken. Und ich danke dir von Herzen für unsere wunderbare Beziehung hier im Happy Living Podcast. Der wäre nicht möglich. Und ich weiß, der wäre auch nicht bei so vielen Menschen, weil so viele den teilen und weiterleiten. Und wenn sie das Gefühl haben, diese Folge ist was für die und die Person, die weitergeben. Und das macht es natürlich auch möglich, dass wir den weiter produzieren und dass wir den weiter in die Welt tragen, um was zu verändern. Und da sind viele Beziehungen dahinter. Und die wollen wir stärken und stärken. Und ich danke dir von Herzen, dass du heute und immer wieder hineinhörst. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Es gibt eine Bonusfolge mit einem spannenden Interview schon am Montag. Und da geht's auch mehr oder weniger um Beziehungen. Als Mutter, da geht es um die Beziehungen, auch als Kollegin. Eingeladen habe ich eine Kollegin von mir, Geschäftsmama Elisabeth Kollmann, und wir starten eine Serie, übrigens mit mehreren Interviews, und tauchen ein in eine Phase hier im Happy Living Podcast, wo wir die Erfolgsenergie stärken. Also,
Super spannende Dinge stehen an und jetzt lege gleich los, melde dich auch gerne und erzähl uns, was du gleich an Beziehungen gestärkt hast. Und 80 Jahre Untersuchungen in der Harvard Study of Adult Development. Also wenn das kein Grund ist, da eine Kleinigkeit zu verändern und große Wirkung wahrzunehmen, weiß ich nicht, lege los, lass uns gemeinsam Großes verändern. Schönen Tag und wir sehen und hören uns.